Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte heute mal was mit einer Folientechnik ausprobieren. Das haben ja schon viele vor mir gemacht. Mir gefällt es eigentlich, diese Effekte, was da rauskommen. Und möchte ich für euch auch mal machen. Ja? Ich hoffe, euch gefällt es, ihr seid dabei und dann bis gleich. So Freunde, ich habe hier noch Restfarben übrig, die möchte ich jetzt mit diesem Bild verwerten. Also weiß, schwarz, violett, gelb und dieses Türkis. Wie gesagt, ich habe hier eine Folie, die habe ich einfach vom Bilderrahmen genommen. Ihr könnt natürlich auch so Malerfolie nehmen, die ist wahrscheinlich noch besser, etwas dünner. Aber in der Regel habt ihr das ja dabei und bevor ihr es fortschmeißt, könnt ihr das auch mal verwenden hier. Und darum nehme ich das. Okay, so wie ich es gesehen habe, machen die das immer in so Schneckenform nach außen. Ja, eine Blume ist ja nie ganz rund, sage ich immer mal. Darum mache ich es ein bisschen anders, ein bisschen wellenförmig. Wir probieren es einfach mal. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Weiß drunter mache, zumindest in der Mitte. Als runder Fleck. Bisschen flacher laufen lassen, damit es nicht so viel Farbe ist. Und etwas auseinanderdehnen. So. Schau ich mal, die haben das ja immer mit so dünnen Spritzen gemacht. Ich lasse es einfach mal so laufen. Also wie gesagt, ich mache es nicht ganz rund. Außen mache ich es auch noch. Auch wenn da kein Weiß ist. Aber ich verwerte jetzt einfach meine Restfarben. Dann sind die weg. So. Was nehme ich jetzt? Erst das Türkis, komm. So, das Violett. Das kann ja alles ein bisschen überlappen. Das ist, denke ich mal, gar nicht so das Problem. Ja, jetzt geht mir die Farbe aus. Naja. So, schwarz passt jetzt eigentlich gar nicht dazu, denke ich mal. Aber why not? Warum nicht? Gibt vielleicht auch trotzdem einen schönen Effekt. So, jetzt machen wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen Weiß, weil Weiß habe ich auch noch etwas da. Damit das Schwarz auch nicht so arg kommt, denke ich mal. Sonst drückt das Schwarz wieder zu arg. Dann mache ich jetzt hier praktisch auch noch außen die Kanten ein bisschen mit Weiß zu. Dann ist mein Weiß auch Babella, also leer.
Okidoki. So, auf die Kanten kommt sie jetzt gar nicht drauf an. Nur die Ecken, dass die so weit zu sind. Okay, jetzt kommt das Experiment. Also jetzt zur Knülle reicht noch. Wie gesagt, mit weicherer Folie geht es etwas besser. So. Streicht das jetzt auch noch ein bisschen nach außen. Da habe ich Wellen drin. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe es noch nicht gemacht. Surprise, surprise. Überraschung. Okay, so wie ich gesehen habe, ziehen die das immer von außen nach innen. Dann probieren wir das jetzt auch mal. Flower Power. Aber gibt einen schönen 3D-Effekt, finde ich. Crazy. Cool, also ich finde es gut. Natürlich viele Luftblasen drin, die werde ich jetzt, ist ganz klar, Luftblasen durch die Luft, was ich drunter, wo ich es reingedrückt habe. Das zieht es natürlich jetzt mit raus. Und werde es jetzt aber kurz erhitzen. Dann bilden sich wahrscheinlich auch noch ein paar einzelne Zellen durch die Luftblasen. Und das ist vollkommen okay und das reicht auch so dann. Nur schauen hier, dass bis zum Rand die Farbe wenigstens überall da ist. Ja, aber das passt soweit. Wie gesagt, die Kanten sind mir jetzt bei diesem Bild egal. Es geht auch nicht um die Kanten, sondern um das Bild obendrauf. Aber aus Gewohnheit macht man es halt trotzdem ein bisschen zu. Ne? Hier sehe ich nichts. Naja. Cool, okay. Jetzt mal kurz mal Heißluftfilm. Okidoki. Ja, richtig cool, finde ich. Vor allem, wie gesagt, ihr habt dann auch ein paar Zellen drin, allein durch die Luftblasen. Ich lasse es noch ein bisschen in die Mitte laufen. Ihr könnt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen nach außen laufen lassen, da wo zum Beispiel keine Farbe ist. Wo ihr praktisch mit der Folie die Farben weggezogen habt, das mache ich jetzt gerade. Weil da unten... Ja, aber das ist mir fast zu viel. Ich streiche das lieber. Sonst läuft es zu arg. Wobei natürlich, je mehr es laufen lässt, umso mehr zieht es sich auseinander. Aber es sieht cool aus, gibt einen coolen Effekt. Und ja, ich lasse es jetzt so. Und wie gesagt, ihr habt ein paar Zellen drin. Allein durch die Luftblasen. Ich habe kein Silikon reingemacht. Cool. Also gut, dann zeige ich euch gleich von nahem. Bis gleich. So, Freunde. Jetzt hat es natürlich mit Blumen nichts zu tun, aber ich finde, es gab trotzdem einen schönen Effekt. Und dann schauen wir es mal von nahem an. Thank you.
Wäre ja auch zu schön, wenn alles beim ersten Mal richtig klappen würde. Aber ich finde, es hat so einen 3D-Effekt und kommt eigentlich richtig cool. Und die kleinen Luftbläschen, also die kleinen Zellen zwischendurch, passt auch. Also mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Seht ihr, da ist wieder keine Farbe oder so gut wie keine Farbe. Und durch dieses Tupfen versaue ich es jetzt natürlich wieder. Okay, also gut, dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es was gebracht. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.